Yo Leute! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Winterresort Simulator auf der Map AGT Kogel. Die haben wir im Stream am letzten Freitag, nein, Sonntag war es. Ja, das war der 26.1. Da haben wir ein bisschen angefangen zu bauen und so, haben das Terrain schon ein bisschen kantig gemacht und so, also es ist noch lange nicht fertig. Das werde ich dann im Off mal noch schön machen und wir werden jetzt einfach ein bisschen noch Bahnen bauen und so, weil Pisten sind jetzt noch nicht ganz so schlau, weil das Terrain einfach noch nicht fertig ist. Und der Plan ist vielleicht eine geile 3S-Bahn vom einen Berg zum anderen Berg bauen. Genau. Ja, wir fangen das einfach mal an. Wie soll ich die nennen? Kreuzjochbahn? Die, welche möchtest du so nennen? Oder Kreuzjoch Express. Nein, was für eine möchtest du jetzt bauen? Ja, die da hoch und dann können wir einfach diesen Berg hier Kreuzjoch nennen. Okay. Also Leute, das ist jetzt hiermit offiziell das Kreuzjoch. Okay Leute, wir haben jetzt entschieden, dass wir Hick to Peak bauen. Also halt so. Und dann, ja, und dann die Kreuzjochbahn auf dem Kreuzjoch dann selber bauen. Peak to Peak Express. So, oder? Nennen sie doch einfach Peak to Peak. Du bist langweilig. Also bilden Ropwe, dann die 3S. 3S. Bauen hier direkt daneben, oder? Du kannst ja auch ganz hoch bauen. Nein, hier oben mag ich ein bisschen einen Gipfel, der nicht erschlossen ist. Oder dass hier noch eine 8er-Sessel oder 6er-Sessel. Ja, dann bau die dahin. Okay, also hier so und dann da rüber. Und zwar hierhin. Aber dann brauchen wir hier nach oben auch ein. Willst du es nicht unten auf die große Plattform bauen? Ja, dahin. Hier? Ja. Dann haben wir da eh schon die Verbindungsbahn, oder? Halt die Bahn, wo man da, ja. Alter. Mit der 8er kommt man dann direkt so Peak to Peak, oder? Mhm. Ja, geil. Muss ich die höher? Ja, die muss ich höher machen. 40 Alter. Meter? Oh Gott. Nein. Ist das zu niedrig? Ja, schon irgendwie. Soll ich einfach das Terrain ein bisschen höher machen? Ja, mach das Terrain. Also. Leute, wenn ihr mehr von unserer eigenen Map sehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare oder zeigt es mit einem Daumen nach oben und einem Abo. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. So, dann geht das hier ein bisschen zu hoch. Also ich finde, so passt es. Ich kann so passt es. Irgendwie passt die Hest dann sowieso noch an, als von dem her. Dann also wahrscheinlich hoch, müssen wir, also die Bahnen sind jetzt sozusagen nur mal das Grunddings, also das Grundgerüst. Wahrscheinlich müssen wir dann, wenn wir alles schön anpassen im Terrain-Modus, die Stützen auch noch anpassen von den Bahnen. Aber die Bahnen bleiben, also wir hoffen, dass wir alle Bahnen so lassen können. Ja, also die Standorte der Stationen, die sind so gut wie fix. Ja, und die Stützen müssen dann halt wahrscheinlich noch ein paar angepasst werden oder so. Genau. Hässlich. Warum so geneigt? Neigst du da ein bisschen nach vorne? Ja, aber dann passt es hier wieder mit dem Seil nicht. Wenn ich es weiter nach vorne neige, dann haben wir hier so einen hässlichen Ding drin. Aber so, dann sonst ist es hinten hässlich. Ja. Also müssen wir jetzt einen Kompromiss finden, dass es so halb hässlich ist. Oder zack, zack. Ach du Scheiße. Mega hässlich. Alter. Holy crap. Warum ist die klein? Oh. Warum ist jetzt die andere klein? Mach die andere jetzt weg. Gute Idee. So. Wow. Nee, ja, das, so schaut gut das aus, hat oder? Keinen Bock so. Hier wird dann sowieso das nächste Problem. Obwohl, es geht eigentlich sogar. Ich setz mal eine unten Stütze eine hohe. Hin. So. Ja. Das passt schaut eigentlich gut schon. Aus. Ja. Alter. Dann Alter, so diese Bahn drüber. Ist so heftig. Alter, ich glaub's nicht. Und dann passt es sogar hier mit den Stützen halbwegs. Ja. Vielleicht, wenn ich sie noch ein bisschen runter verschiebe. Oh ja, yeah. Jetzt schaut's gut aus, oder? Nice. Sie schwebt zwar minimal. Ja, das Terrain. Aber das müssen kann wir jetzt halt ändern. Anpassen. Niceness. Niceness. Das schaut sehr gut aus. Finish. Und direkt mal damit fahren, oder? Ja, Mann. Play. Wir sind eh schon da. Alter, ist das ein Gerät. Hauptsache man hört die ganze Zeit das Schneestapfen und so im Gras. Der Schnee ist wild. Ja, aber absolut. Irgendwie ist die Bahn schon geil. Nicht nur irgendwie. Warte mal. Die ist absolut geil. Stell dir vor, du stehst hier und schaust so runter und unter dir ist einfach ein Kilometer oder so nichts. Geil. Irgendwie stelle ich mir das minimal creepy vor. Du hängst einfach nur an drei Seilen dran. Es sind ja drei. Ja, eh. Aber trotzdem, es sind nur drei Seile.
Ja, diese Bahn ist definitiv geil. Okay, weiter geht's. So, ich würde sagen, dass wir jetzt von hier noch eine Bahn irgendwo hinbauen. Von hier aus? Ich würde vom Tal. Oder von unten, von unten. Vom Tal da unten würde ich hier hoch. Ja, auch von der Mitte irgendwo. Ja, aber zuerst einmal vom Tal. Wir können ja mal einen langen Sessellift bauen. Es wäre voll cool, wenn es so kleine Tellerlifte oder so geben würde. Dann könnte man im Dorf so einen Übungslift oder so machen. Stimmt. Ja, das hätte schon was. Aber irgendwie... Ich baue dann mal von hier unten im Tal. Passt hier? Bist du nicht? Ja, okay. Kannst du schon. Da. Was wird das jetzt? Eine 6er oder eine 8er? Eine 6er. Ich dachte, den Gipfel willst du lassen. Ja, lasse ich ja auch. Ich mache nur hier hoch. Okay. Und weiter oben geht es dann nicht. Weiter Build oben it. Vor allem. Nicht weiter hoch oder so. Nein, weiter oben. Double. Hier einfach 2-3 S-Bahnen hergehen. Warte, die eine ist so fett. Extrem. Ich glaube, hier müssen wir das Töre ein bisschen anpassen. Ja. Die Stützen müssen wahrscheinlich sowieso alle weg. Hä, wieso? Ja, ach weil so, ja klar, stimmt. Töre da komplett anders wird. Stimmt. Ich habe einen geilen Kommentar gelesen unter dem Stream. Da hat Replazi oder so war es, glaube ich, hatte geschrieben, ich... Eli, wie viele Doppelstützen willst du machen? Eli, ja. Bist du. War auf jeden Fall lustig. Das war's auf jeden Fall komplett, Eli. Alter, diese Bahn wird geil. Ja. So lang und schön. Und hässlich! Okay. Ich würde sagen, dass wir dann in der Mitte noch eine Bahn so irgendwie bauen, so Dolo-mäßig geil und cool. Ja, das gibt jetzt schon ein paar Bahnen, wir sind noch lange nicht fertig. Ein paar. Gott, ist das steil. Alter, das ist ja krank steil. Es gibt ja auch so richtig steile Zweiersessel. Also normalerweise sind die Klemmen auf maximal 45 Grad zugelassen. Ach. Man muss doch nicht alles so realistisch bauen. Ja, Hauptsache stimmt. Die Bahn ist cool. Hier geht's genauso am Hügel vorbei, das ist geil. Kann man eigentlich Tunnel bauen, nicht, oder? Nein, das wäre dann zu krass. Kann man nicht mit dem Ding ein Loch reinmachen, mit dem... Nein. Oh, schade. Wir sind ja nicht bei cool. Planet Coaster. In echt gibt es auch Skitunnel? Nein, doch. Ich meine jetzt vom Terror-Editing her sind wir nicht bei Planet Coaster. In der Tat? Meinst du, es braucht noch eine? Nein. Doch. Nein. Ich probier's mal. Also 4, warum 4, Edi? Es gibt Bahnen mit 4. Echt? Ja. Ja, dann. Außerdem, vorher hat es noch so hässliche Wechsellaststützen gehabt. Und jetzt haben wir überall realistische Niederhalterrollenbatterien. Geil, oder? Ja. Finish! Ja. Yeah. Ich muss wahrscheinlich nochmal so alles anpassen, wenn ich das Terrain ändere. Och nö, ich komme hier nur arschknapp hoch. Hier muss man ja schon fast klettern. Ein Real bestimmt. So, jetzt schalten wir mal die Bahn. Dann steige ich hier mal ein, Haube hoch. So, los geht's. Hier unsere krassen 2 Bahnen. Alter, die sind so heftig. Die haben beide so krasse Spannfelder drin. Das ist nicht mehr normal. Diese Bahn ist jetzt zwar ein bisschen unrealistisch. Aber geil. Aber sie ist echt geil. Immer nur Gondeln ist auch doof. Ja stimmt, wir haben erst 3 Sesselbahnen. Also in einem Skigebiet würde es mich richtig ankacken, wenn ich immer Gondel fahren müsste. Wobei die Gondeln, die wir haben, ja alle an realistischen Orten sind. Weil da drüber würde man keine Sesselbahn bauen und als Zubringerbahn hat man eigentlich auch fast nie Gondeln. Fast nie Sessel, meinte ich. So, wir sind doch noch sicher unten gelandet. Ah doch, da oben ist sie. Ich dachte schon, es lädt die Bahn gar nicht, weil sie so hoch oben ist. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge vom Winterresort Simulator auf unserer eigenen Map. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren. Über einen Daumen nach oben würden wir uns sehr freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao.